Nicht zumindest. Weil so wenig Schlaf habe, dann ist das auch normal. Bei mir zumindest. So, dann werden wir mal in diese hier, diese Gurken reinpacken. Irgendwie unterjubeln. Engen wir das bei dir hier drin. Tut die Glocke um das Gurke essen. Wie das anhört. Mein Schmatsch. Alter, wie das aussieht. Hey. So, die packen wir dann rein. Restfüllung packen wir da noch rein. Irgendwie. Geht ja schon. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube noch nie so ein gefüllte Paprika gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Aber in letzter Zeit esse ich auch mehr Paprika als früher mal. Früher mochte ich Paprika gar nicht so gern. Aber man sagt ja, alle 7 Jahre verändert sich auch der Geschmack. Aber es gibt so Dinge wie Meeresfrüchte, die werde ich nie mögen. Also da bin ich komplett raus. Bin auch überhaupt nicht heiß drauf. Also irgendwie nochmal zu probieren oder so. Nee, Meeresfrüchte, da bin ich raus. Ja, die brauchen wir noch. Stopf auch weg. So, das heißt, das ist schon mal fertig da. Mit dem Paprika. Ich weiß gar nicht, wo wir den Cheddar da reinmachen. Moin Jörn! Ich hätte nicht gerne. Nee, Mann, so ist nicht. Ich hätte da noch Spiele, die ich noch kaufen könnte. Oder es, gerade im Moment ist ja aktuell, okay, gut, ich habe die Plusmitgliedschaft sowieso noch bis 2020. Ich weiß auch gerade gar nicht, was für eine PSN-Karte das ist. Aktuell gibt es auch ein Angebot irgendwie noch für 3,90 € im Monat für ein Jahr. Irgendwie so. Gefüllte Paprika mit, ja, da ist jetzt Hirtenkäse drin, Tomatensoße, Zwiebeln, diese komischen, keine Ahnung, diese Mini-Lauch, ich weiß nicht, ob es Lauchzwiebeln sind. Käse und dann im einen sind Gurken drin. Probieren es mal aus. Wir machen jetzt noch Kartoffeln mit dazu. Dann mit Bacon. Ich überlege nur, ob ich noch ein bisschen Gemüse mit dazu mache. Weil ich habe noch Buttergemüse, was weg kann. Und das würde sich mit den Kartoffeln eigentlich ganz gut vertragen, glaube ich zumindest. Es bringt ja nichts, wenn man die Kühltruhen immer voll müllt, ne? Man muss ja auch mal wegballern. Deshalb geht es nicht, alles hier fertig. Ne? Naja, nicht alles, aber ein bisschen. Das auch mal mit rein. Mit den Kartoffeln nachher. Aber das muss schon als Gemüsepfanne durchgehen, fast. Hoffentlich passt das überhaupt alles rein in einen Schaden, sonst muss ich zwei machen. Bam. So, mal gucken, sonst fangen wir gleich den Kuchen schon an. Ich hätte heute keinen. Ich glaube nicht, dass wir heute 3 Stunden fühlen. Ich muss meine Couch besuchen. Die ist ein bisschen weiter weg. Käse ist mir ja auch auf jeden Fall. Nee, ich habe die nicht geschält. Warum? Wollte ich die? Nee. Ja, Käse geht immer. Ja, genau, das stimmt. Genau, das ist viel im Moment im Angebot, finde ich auch. Aber ich habe schon sehr viel auch. Ich will gar nicht so viel kaufen. Gerade was ich gerade so krass fand, und da muss ich noch mal gucken, wie ich das umgehen werde. Würde ich Dienstag nochmal mit der PlayStation telefonieren. Ja, also das finde ich auch, Jörn. Wer schielt den Paprika? Weil, also der Typ hat mir am Telefon gesagt, dass. Ach,
Ja, die wird doch weich irgendwann. Ja. Also, ich habe mit dem vom PlayStation Support telefoniert und er sagte sogar, dass die Accounts früher immer gesperrt wurden, gleich wegen Meldungen. Und ich habe darüber als erstes gar nicht nachgedacht, aber ich muss sagen, so im zweiten Moment dachte ich mir, ei, Alter, auf meinem Account stecken mehrere hunderte von Euro. Ich sage, das will ich nicht riskieren, nicht nochmal wegen vielleicht eine Meldung wegen irgendeinem Namen. Und deswegen werde ich mir das diesmal absegnen lassen und meinen anderen Account vielleicht verbinden, wenn das noch geht. Ich werde es mal nachgucken. Auf jeden Fall so, dass mir keiner wieder ans Bein scheißen kann. Ich habe da keinen Bock drauf, ehrlich. Weil wenn mein Account gesperrt wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen, schöne Grüße gehen raus am PlayStation, dann schmeiße ich die aus dem Fenster und streame gar nicht mehr. Weil dann bin ich richtig bockig. Ne? Also schmeiß die Konsole weg, ehrlich. Das könnte mich auch vollkommen dann beim Wort nehmen. Und ich schmeiß sie jetzt weg. Ja, ich wurde gemeldet. Ja, aber nicht bei der gefüllten Paprika. Also, ich habe Paprika noch nie geschält. Ich finde es jetzt mit der Haut nicht so schlimm. Deswegen. Ja, und Mana, man muss sich immer überlegen. Ich wurde nur gemeldet wegen mein Name. Also, du darfst nicht deine Mutter, dein Vater, dein Urgroßvater, du darfst nichts mit deinem Vater, deiner Mutter oder irgendwas schreiben. Obwohl ich fand den Namen eigentlich sehr originell und lustig. Aber vielleicht finden wir auch noch raus, wie es war. Man weiß es nicht. Die Person kriegt auf jeden Fall mächtig einen angeschissen. Auf den Arsch. Es gibt auch Arschlöcher. Also ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Namen es gibt, die, wo man sagt, ey, Alter, so ein Name. Und meiner wurde gemeldet. Also meiner wurde dann mit Absicht gemeldet, auf jeden Fall wegen mir. Ich glaube auch noch nicht so ganz, also keiner weiß es bis jetzt, wer es war, aber ich glaube nicht, dass es irgendein Random war. Meiner Meinung nach. Kann mich auch täuschen. Vielleicht war es auch irgendein Random, aber es gibt ja Leute immer, die suchen sich einen Grund, irgendjemanden ans Bein zu scheißen. Das ist ja Standard halt, ne? Darum geht's nicht, Mann. Genau deswegen will ich mit PlayStation telefonieren. Weil ich habe einen zweiten Account, womit ich meinen Sound in den Stream übertrage, aber damit habe ich die ganzen Spiele nicht gekauft. So, und wenn dann ein Account gesperrt wird und da zig hundert Euro in Müll geschmissen werden wegen einer Sperrung, ja nee, sorry, dann bin ich am PlayStation und dann werden sie mich nie wiedersehen. Komm hier ein bisschen. Hierher. Du hast gerade gegessen. Komm mal her. Das, glaube ich, kann aber auch jeder verstehen, ne? Also ich meine, das ist viel Geld, worüber wir reden. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, noch nicht mal annähernd so viel wie manche andere Leute reingesteckt. Aber du musst ja mal überlegen, die sperren dir dann einfach deinen Account und du hast nichts mehr. Eben, ja, so sieht's aus. Ja, ich war auch empört am Telefon. Ich habe mit dem Typen auch geredet. Ich habe gesagt, ich finde das absolut nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, ich meine, die erste Namenänderung hat ja nichts gekostet, aber jetzt soll ich 4,90 € zahlen. So, und was ist, wenn mein Account da wieder gemeldet wird? Dann habe ich vielleicht das Risiko, dass ich permanent gebannt werde. Also, das finde ich ein bisschen ist unverschämt. Vor allen Dingen hätte ich wenigstens dann meinen alten Namen wiederbekommen. So. Das wäre dann noch in Ordnung gewesen. Aber jetzt heiße ich Tempe irgendwas. Also ich meine, da könnte man denken, ich wäre irgendein Cheater oder keine Ahnung was. Ich meine, fassungslos. Also ich bin echt fassungslos. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von PlayStation, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das kann man auch verstehen. Ich nehme gleich die Würfel raus, auf jeden Fall. Nee, da wäre ich gar nicht bei sowas, ne? Absolut.
Nur weil irgendjemand mich auf mich gehört. Also ich bitte dich. Nee. Und wenn das geht, dass man seinen Account übertragen kann auf einen zweiten Account und so weiter und so fort. Ich werde mir das, wie gesagt, alles absegnen lassen, sodass ich am besten noch schriftlich, damit ich da keine Probleme bekomme. Mit meinem zweiten Account, ja, ich habe nur zwei Mana. Ich brauche ja eigentlich, was soll ich mit so vielen Accounts? Also ich weiß nicht, was das für ein Vorteil hat. Wieso, das weißt du ja nicht, Mana. Das war früher wohl so. Und ich weiß ja nicht, wie viel es braucht, wie viele Leute es braucht, bis ein Account gesperrt wird. Ich denke nicht durch eine Person. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber mein Account wurde ja nicht gesperrt. Der Typ hat mir nur erzählt, dass es früher halt der Fall war, dass ein Account sofort gesperrt wurde. Danke, Vollmond. Und wie gesagt, dann, das habe ich zu dem Typen auch so gesagt. Ich sage, dann hätte ich meine Konsole aus dem Fenster geschmissen.